Essen auf. Nimmt auf. Okay, gut. Der Georg möchte jetzt nochmal eine schöne Geschichte erzählen, praktischer Vorfall. Ich denke, das interessiert alle anderen auch, weil viele Sachen, die passieren mit euch, steht in der Zeitung, vieles wird einfach unter den Tisch gekehrt und ich denke, das ist mal ganz eine interessante Geschichte, weil es genau unsere Thematik trifft. Okay, Georg, erzählst du einfach? Genau, letzte Woche, Bekannter von mir und seiner Freundin kamen vom Essen zurück in München. Stadtteil weiß ich jetzt nicht mehr, oder weiß ich nicht. Genau, wollen parken das Auto, wollen halt in das Haus gehen, also wo die wohnen. Ja, da sind die drei Jugendliche, Mitte 20, trinken Bier, Bissel, riechen nach Urin und alles Mögliche. Ja, was machen die? Also das, was eigentlich nicht machen sollten, wir wissen es ja alle, der Erwin bringt uns ja alle bei hier, was man nicht sein, was man sein lassen sollte. Betrunkene oder irgendwo beim Pinkeln nicht anreden oder nicht, ey, was macht der bei uns, bei meiner Haustür und so. Und dann fing es ja an Schubserei und dann auf einmal schubsen die, erstmal die Frau weg auf ein Gerüst oder so. Die hatte öfters mal Bandscheibenvorfälle, die konnten sich da nicht bewegen. Dann gingen sie auf den Mann los, also das ist auch das Komische. Also der Mann, also den kenne ich, der hat früher Kung Fu trainiert. Eigentlich sollte es besser wissen. Ist auch kräftig, groß wie der Slavo, also auch, also ich habe schon mal die Hand gedrückt, also der hat Kraft da. Trotzdem haben die es geschafft, zwei davon haben auf ihn eingeprügelt und der andere, hey, ich hab's drauf, und die Hände auch aufgenommen, also das ist brutal, also was, ja, heutzutage so passiert, ne? Und den haben sie wirklich übel zugerichtet, also. Die war er dann ohnmächtig oder? Der war ohnmächtig, ist auf den Bund, also um die 100 oder mehr Stiche auf der Nase. Die Nase lag so, hat man mir erzählt. Mhm. Also das weiß ich auch, weil meine jüngste Tochter wohnt in einer WG mit seiner Tochter zusammen. Mhm. Also und richtig bis zusammengerichtet, bis zum Umgang geschlagen. Genau, ja. Also irgendwann kam die Polizei, die sind geflüchtet. Die Frau konnte noch eine Beschreibung von den Tätern machen. Mhm. Die hoffen jetzt natürlich durch die Beschreibung und dann auch eventuell, dass die irgendwo das Video hochladen, eventuell. Mhm. Die haben auch ein DNS von Urin, also Proben genommen, als vielleicht haben die Glück. Wie geht es der Frau? Also, weiß ich jetzt nicht mehr, also gut, es geht noch gut. Also, die sind, also, wenn es gut geht, ich habe es noch nie erfahren. Ich hätte der Mann auch heute vom Krankenhaus entlassen werden sollen. Ja. Aber ist ziemlich übel zugeschlagen. Also es sind die Sachen, wie gesagt, ich habe nachher gesagt, auch wenn ich zuhören will, ach du Klugscheißer, du weißt besser. Mhm. Ich bin so von den war der Vorfall dann in Kingsley oder was? In München. Also der Vater wohnt. Also in der Grundstücks, in seiner eigenen Grundstücksauffahrt war das passiert. Also von seiner Freundin, der Mann selber wohnt in Vaterstetten. Mhm. Genau, aber von der Freundin ist eigene Grundstücksauffahrt. Genau, und deswegen also, hat er gemeint, er muss was sagen. Genau, die Einfahrt vom also wo die wohnt, in der Wohnung. Mhm. Und ja, ich habe dann gesagt, also egal, ob die eigene Einfahrt ist oder so, wenn man sieht, betrunkene Urin oder so, soll man vielleicht mal weggehen, mal gucken, abwarten, ob die oder von weit hier sehen, mal aufnehmen. Ich habe Polizei angerufen, verlasst oder irgendwas, was du immer beibringst, wie man sich da bei solchen Also das ist halt da diese, das ist halt die einfache Regel, was ich sage für den ersten Schülergrad, weil ich finde, das kann man sich gut merken, nach Zurechtweisung Angriff erwarten. Das ist das, was ich immer sage. In dem Moment, wo du jemanden sagst, von dem du vermutest, dass es ihm nicht gefällt, wenn die da randalieren und prinken und bieseln und ich sage, hey, geht's weg, natürlich gefällt es denen nicht. Und dann muss ich eigentlich bereit sein zu kämpfen. Oder eben, was halt das Normale ist, dass ich einfach sage, wir machen das nicht. Wenn es mich nichts angeht, wenn ich mich nicht sicher fühle, wenn ich mich sicher fühle, dass ich sage, hey, die drei Schnupfe, die schaffe ich, die traue ich mir zu, oder mein Gehstock raus oder mein Messer oder sonst was, aber an sich mache ich sowas überhaupt nicht. Also ich tue keine Fremden, wenn es jetzt nicht wirklich sagt, das ist meine Funktion, dass ich sage, ich bin Türsteher oder sonst was, ich muss es machen, oder wenn es nicht wirklich, ich muss meiner Familie helfen oder so, eigentlich macht man es nicht, und wenn ich es mache, muss ich kampfbereit sein. Wenn ich praktisch was sage, wenn ich einem zurechtweise, muss ich immer damit rechnen, dass der mir eine reinhaut. Diese Schläger stehen unter Strom, wenn ich sehe, die sind betrunken und direkt beim Pinkeln darf man gar nichts sagen, wie du sagst, vielleicht 20 Minuten später oder weggehen, Foto machen, Polizei rufen, hey, da randalieren die Leute, lassen die nicht rein. Aber selber hingehen, was sagen, das ist einfach saugefährlich.
Das muss man sich echt überlegen. Die Leute einfach die Aggressivität, das Leben ist so stressig, die Leute stehen unter Strom, sind besoffen, irgendwas passiert, passt ihm nicht, bumm, sofort. Damit musst du rechnen. Also ich finde schon die Regelung nach Zurechtweisung, Angriff erwarten, kürzer, noch weniger Worte fallen mir nicht ein. Das ist einfach, damit musst du rechnen. Ich sage jemandem was, das gefällt ihm nicht, der haut zu. Entweder du ihn nicht zurechtweisen, dass ich sage, was geht das nicht an, oder ich sage, du, ich parke woanders oder warte bis weg sind, oder ich rufe Polizei. Ruhestörung oder sonst was. Aber selber einmischen muss man sich echt überlegen, ob man es macht. Da muss es schon wirklich sehr gut sein. Wir sagen so ab Lehrer gerade aufwärts, dass man sich einmischen will. Und dann muss man sich auch überlegen, aber ja, ansonsten so als Zivilist, das ist einfach nur dumm. Ja, besonders mit der Frau, man hat ja immer zwei. Man muss gehen und man muss darauf achten, ob das die Frau den Front immerhin auch gut geht. Also man hat zwei Sachen im Kopf, also man ist dann nicht ganz frei. Na gut, und in dem Sinne ist halt wirklich meine Empfehlung, dass man wirklich immer am Mann ein Selbstverteidigungshilfsmittel hat, was auch immer, und auch im Auto vielleicht eine Wasserwaage liegen oder irgendwas, was eventuell auch noch hilfreich sein könnte in einer Notsituation, gerade bei drei Personen, würde ich schon gerne schauen. Also erstens würde ich gar nichts machen, was geht mich das an? Was ich mache, ist, ich rufe Polizei. Außer sie würden mich direkt angreifen. Wenn ich hingehe, mache was, dann würde ich mir irgendwas in die Hand nehmen. Und selbst dann ist, also das muss man sich wirklich überlegen, ob man sich da als Hilfspolizist ausspielt oder nicht. Genau, gut. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Also muss man einfach halt wissen, dass einfach kampfbereit oder eben sagen, geht mir nicht. Oder normal, alles was man normal macht, ist Polizei rufen. Ob die dann kommt, ist wieder eine andere Frage, je nachdem wann und wo. Aber in München gibt es viele Polizeidienststellen, das heißt, die kann durchaus auch in absehbarer Zeit kommen. Ich denke schon, ja. Ich meine, das ist Ruhestörung, hinten am Straßenrand, ich denke schon, dass da kommt, wenn man so ruft. Hier am Lande kommt es auch, aber vielleicht ein bisschen später unter Umständen. Aber das muss man sich halt echt überlegen, ansonsten mal fast der Rest wird eine Runde. Sagst du, der mal halt woanders übernachten. Das muss man sich echt überlegen. Also, war schon eine gefährliche Sache. Und wenn du sagst, er ist Nase schief, 100 Stiche, das so. Kommt sicher so, ja. Ja, im Gesicht und so, aber auch. Ja. Also, die haben auch Flaschen. Mhm. Ich weiß nicht, ob jetzt mit den Flaschen, ja. Das ist ziemlich übel. Mhm. Also, ich kann immer wieder nur zur Vorsicht warnen, beste Kampf ist der Nichtkampf. Gut, dann sage ich danke, machst du auf Stopp.